Jetzt können sich unsere leichten Angriffsschiffe auch schon ein bisschen behaupten. Und wir können die alten Versionen rausschmeißen. Das Ding ist eh so gut wie unbewaffnet, das können wir so lassen. Jetzt haben wir LACs, die sind ein bisschen besser als die ersten Versionen, obwohl wir die ersten kaum gebaut haben. Und das ist auch jetzt gut so. Als erstes Bodenbatterien, für den Fall, dass ein Überraschungsangriff kommt. Und dann hauen wir mal rein. Als erstes ein... Ah ja, genau. Die Vergrößerung. Wir sind ja jetzt genau mitten in der Runde, wo das gebaut wurde. Da ist die Werfkapazität noch nicht gestiegen. Aber wir können erstmal einen Aufklärer basteln. Und einen Verteidiger. Die werden ruckzuck gebaut werden. Und anschließend bauen wir die Kreuzer hier und abwechseln Kolonistenraumschiffe. Und auf dem nächsten Planeten, wo es auch schon ein bisschen lebendiger zugeht, können wir bei nächster Gelegenheit dann... Bodenbatterie ist noch dringend notwendig. Aber dann können wir hier ein paar modernere Verteidigungsschiffe bauen. Und anschließend leichte Schiffe wie diese Fregatte hier. Wie sieht's hier aus? Ich guck mal lieber schnell durch, wo die alten Versionen noch sind, weil die kann ich jetzt rausschmeißen und die durch die neuen Versionen ersetzen. Das ist auch etwas, was die KI von alleine nie machen wird. Das wird später zu einem Albtraum. Das ist jetzt wichtiger. Und man wird ständig einen kleinen Schwarm von veralteten Schiffen haben, die einen auf den Nerven gehen. Aber jetzt ist noch alles übersichtlich und wir sollten die Zeit noch so lang genießen wie nur möglich. Es lässt sich hier auch nichts mehr machen. Jetzt können wir nur weiter klicken und hoffen, dass alles gut geht. Und jetzt bekommen wir nochmal einen hier. Gut, wie wir eben gesehen haben, dürften da eigentlich nichts sein. Wenn wir Pech haben, ist natürlich ein Schiff da. Ich nehme jetzt mal Flotte abfangen. Und da keine da ist, passiert auch nichts. Und wir bekommen noch einen Knirsch, der sich uns anschließen will. Jetzt in Zyklus 60. Ungefähr 90 Jahre oder so. Hier, er macht bei unsere Spione besser. Indem er das Glück erhöht, den Mantel und die Chance, eigene Spione einzuschlüssen. Was sagen wir? Drax ist ein Darlok und damit ein Gestaltwandler. Er ließ sich auf das Stasis-Projekt ein und wurde dann quasi in die Zukunft geschleudert. Ah ja, wie war das nochmal? Ah ja, das Projekt offiziell gab es das nicht, bla bla bla. Ah, zutiefst beschämt über das Schicksal der Darlok, kehrte er sich zunächst von allem ab. Doch die Vernunft obsiegte und er hat die verbliebenen Darlok mit seinem Wissensschatz unterstützt. Ah ja, er rettet die Darlok e.V. Och, ist das süß. Naja, egal. Das ist schon mal... Es ist eine Seltenheit hier. Ein Knilch, der nur positive Sachen hat. Da darf man sich nicht hier von diesen lustigen Plussen verleiten lassen. Manchmal ist in der Beschreibung auch ein oder zwei Sachen versteckt, die negativ sind, die dann hier nicht auftauchen, mangels Platz. In diesem Fall haben wir allerdings Glück gehabt. Dann Text. Kommt nichts Negatives zum Vorschein. Wir haben nur haufenweise positive Sachen, und zwar massiv. Das ist Glück. Wenn unsere Feinde schlau sind, werden wir früher oder später Spione zu Besuch kriegen, die versuchen, ihn umzubringen. Und da sollten sie sich beeilen, weil in 6 Runden haben wir einen Attentäter. Der gibt dann einen gewissen Bonus auf Selbstschutz, solange wir ihn nicht einsetzen. Das macht Feinde dann interessanter. Oh gut, Kolonie ist unterwegs und wird kolonisieren und... Oh, da kommt... Und eine Kampfabteilung ist schon eingetroffen. Jetzt müssen wir hoffen, dass das rechtzeitig alles... Dass unser Kolonistenschiff in der nächsten Runde dann automatisch landet, wo es schon als grün passiert ist. Ich lasse mich mal überraschen, weil ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was zwischen den Runden zuerst abläuft. Der Kampf oder das Landen von den Kolonistenschiffen. Na ja, gut. Noch ist es nicht zum Kampf gekommen. Aber auf Mordern 5, unserer Hauptwelt, sind inzwischen Bodenbatterien errichtet worden. Und energetische Höhlenformen und was nicht alles. Und wir haben zwischendurch ein System erforscht. Das hier. Okay, da haben wir eine neue Verbindung, gleich eine doppelte. Die schicken wir mal zuerst hin. Was haben wir hier wieder versteckt? Gelb 2, Gelb 2, Rot 2 und Rot 2. Das ist klein, aber es ist ein künstlicher Planet. Das habe ich noch nicht gesehen. Das könnte vielleicht interessant sein. Und der ist groß und reich, dass die Schwerkraft für Mekla total feindselig ist.
weil deren Maschinenkörper sind ein bisschen zerbrechlich gebaut, wegen ihren kleinen Heimatwelten. So, zwei potenzielle neue Kolonien. Hier und da kommen neue Schiffe an. Und viele Kolonistenschiffe sind auch unterwegs. Und einige Kolonien sind gerade im Aufbau. Das reicht jetzt eigentlich von der Bevölkerung her. Da machen wir die Einwanderung mal aus. Und schauen mal, was hier hinten los ist. Ah ja, genau, Darlok. Können ruhig mal alleine wachsen. Was haben wir hier? Ah, genau. Faigur. Sehr reich. Ja, denen müssen wir mal helfen. Damit sie die Kontrolle über den Planeten erlangen können. Die sind noch weit unterwegs. Was haben wir hier? Ah, das sind die Darlok. Egal, ist noch gar kein Kolonistenschiff von mir angekommen. Das war nur gewöhnliche Wanderung von Leuten. Hier auch. Sowas ist mal gelegentlich nützlich, aber am Anfang des Spiels kann es halt durchaus verwirren. Wenn man sich nicht daran erinnert, dass da noch keine Schiffe hingekommen sind, kommt man mit der Reihenfolge seiner geplanten Kolonisierung vielleicht durcheinander. Hier sind einige und hier sind einige, aber das sind alles tolle Kolonien, die wir später mal kriegen. Aber jetzt müssen wir uns noch auf unsere Schiffe verlassen, die überall unterwegs sind. Was war das eigentlich? Habe ich hier drauf geachtet? Ja, das ist eingerichtet. Nichts vergessen. Und hier sind wir schon durchgehauen. Jetzt können wir hier auch unsere Kreuzer bauen. Da bauen wir mal einen. Und hier wird eine Schiffswerft gebastelt. Und hier ist endlich der Platz frei. Dann brauchen wir mal gleich eine Fregatte. Vor allem, damit wir sehen können, wie lange das hier dauert. Nee, das ist ein Minus. Also passen wir mal auf. Andererseits, das ist in 5 Runden ja gebaut und dann fällt das weg. Also ist das nicht so schlimm. Bis 2% mehr. Okay, das geht eigentlich. Unruhe ist noch recht niedrig, aber wenn wir später unser Militär hochpowern müssen, dann ist es vielleicht nützlich, wenn ich das jetzt mache. Finanzieren umstellen auf Frieden durch Stärke. Das ist nämlich nicht nur gut wegen der höheren Ausgaben, die die KI zum Militär, ins Militär steckt, sondern auch, weil die Unruhen nicht so stark steigern, sollte ich meine selbstgemanagten Welten ein bisschen zu hoch setzen. Jetzt sind wir, ist ja noch alles im grünen Bereich, aber das kann sich schnell ändern. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich Schiffe raushauen, um unsere Flotte zu verstärken. Das ist auch nützlich. Wir haben hier ein Kolonistenraumschiff rumfliegen. Okay. Die hier können eigentlich noch da sein. Für den Fall, auf alle Fälle können sie zumindest feindliche Feuerkraft abfangen, bevor sie explodieren. Und viel wichtiger, Kosten sind minimal. Später sollte man darauf achten, die mal einzustampfen, wenn sie keinen Nutzen mehr bringen. Aber gut, dass ich mich daran erinnert habe. Das können wir nämlich jetzt hier einen Planeten aussuchen, der weniger abscheulich ist. Das wäre normalerweise der hier. Aber wir brauchen ja immer noch Zeug zum Abbauen. Und reich gegen die ganzen Minuspunkte. Das ist nicht viel. Sehr reich wäre besser. Dann schicken wir mal schnell eine kleine Kolonie hin von uns, die dann noch rumschwirrt. Ansonsten könnte ich in dieser Runde nicht mehr viel machen. Schnell, was haben wir hier noch alles gehabt? Ah, die miniaturisierte Abtastmatrix kommt jetzt. Die kleinere Version, die weniger Platz braucht. Und wir kriegen eine etwas stärkere Rakete. Aber es ist eine der spezielleren Varianten, die aus dem Mod kommt. Kleinere Reichweite, haut aber rein. Hier hinten kann man sich das noch angucken. Quantus. Und die anionische Energiesprengkopf, das ist quasi die normale Variante. Mit weniger Schaden, größerer Reichweite und geringerer Präzision. Also alles in allem sind diese Anführungszeichen-Varianten immer besser, auch wenn sie nicht so weit reichen. Das macht vielleicht Schiffe mit Raketen immer noch nicht viel nützlicher. Aber Raketenbasen, die können richtig reinhauen. Selbst mit den viel geringeren Schiffen, Stärken der Raketenwaffen in dieser Variante.
Weil die haben einen Vorrat von 99 und das ist selbst für 10 Minuten fast unbegrenzt. Die können also 99 mal hintereinander Raketensalven absetzen, bevor selbst ein Planeten zwischen den Runden die Munition ausgeht. Und das ist etwas, was man selbst in die größten Schiffsklassen nicht reinquetschen kann. Das ist also erstaunlich. Und außerdem, wie hier angedeutet wird, sind die Schäden auch größer als bei den vergleichbaren Raketen, die man selbst gerade bauen kann als Maximum. Und die Raketen sind pro Start immer 30. Tja, das kriegen wir garantiert nicht rein in unsere Schiffe, noch lange nicht. Sobald wir also eine Raketenbasis und ein Abwehrfort irgendwo auf dem Boden haben, ist der Planet erstmal fast unangreifbar, außer es kommt eine richtige Übermacht. Und Raumhäfen, ja, wir bauen die ganze Zeit Schiffe, aber wir haben noch gar keine Raumhäfen. Aber bald haben wir sie. Mit orbitalen Schiffsdocks, Landebahnen am Boden, Lagerhäusern, sogar Logistikzentren, Treibstofflagern, Terminals und Hangars. Und der wichtige Punkt ist, dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Geld zwischendurch durch Handel. Vor allem, das ist ein Handel, der geht dann auch intern. Das kann man sich dann hier angucken. Jetzt ist hier noch alles auf Null. Aber sobald wir Raumhäfen haben, fangen auch unsere Planeten an, miteinander zu handeln. Und das kann, wenn man längere Zeit spielt, schon ein ganzer Haufen Geld sein, selbst wenn man nie friedlichen Kontakt mit seinen Nachbarn hegt. Aber das ist jetzt erstmal genug. Weiter geht's. Ah ja, wir sind hier wieder mal. Hier können wir nichts machen, aber die Feindstärke ist gerade null. Dann gehe ich mal auf Planetensturm, weil ja sowieso nichts da ist, was uns angreifen könnte. Manchmal ist nämlich die KI von MO3 ein bisschen seltsam. Ich habe gemerkt, dass manchmal Kolonisten-Raumschiffe in feindlichen Systemen einfach nicht landen, wenn man sie zu weit draußen rumhängen lässt, also Blockade oder Flottenabfang oder so. Da ich das jetzt ausgewählt habe, müssten wir mit etwas Glück es schaffen können, dass der Planet da kolonisiert wird. Das können wir hier natürlich nicht machen, denn unser Kolonisten-Raumschiff ist vollkommen unbewaffnet. Also brauche ich überhaupt nicht zu bombardieren, da passiert dann eh nichts. Und wir haben einen neuen Spion. Beide Spionage-Hacker. Der zweite ist praktisch ein Spiegelbild von dem anderen mit etwas weniger Glück. Aber bis jetzt haben wir noch keinen offiziellen Kontakt. Tenan 3, wir haben es geschafft. Da ist ein Kolonistenraumschiff gelandet. Jetzt brauchen wir so schnell wie möglich Schiffe. Darum brauche ich jetzt erstmal gleich einen zweiten Kreuzer, damit wir so schnell wie möglich eine kleine Einheit rüberschicken können. Denn das werden die uns echt übel nehmen, wenn wir da gleich eine Kolonie haben. So, hier Bodenbatterien und dann anschließend noch ein Shield-Schiff. Ah ja, auf Pions 2 geht's langsam runter. Und wir haben hier wieder was gefunden. Du darfst gleich weiterfliegen. Wir gucken uns das mal an. Zwei Planeten, Rot 1 und Gelb 1. Den können wir jetzt erstmal, da müssen wir vorsichtig sein. Aber das ist schon mal gut, das gibt wahrscheinlich einen Bonus auf Abbau. Und das neutralisiert vielleicht in manchen Zonen arm. Aber das ist noch zu exotisch, wir halten uns an den Durchschnitt hier. Da wir langsam mal mehr Forschung und Industrie brauchen. Und sobald wir eine kleine Einheit zur Verteidigung zusammen haben, werden wieder neue Kolonistenraumschiffe gebastelt. Langsam, bald haben wir ja auch einen dritten Planeten, wo wir leichte Einheiten bauen können. Dann können wir uns zwischen den beiden hier abwechseln mit den leichten Schiffen und die Kolonistenraumer dann hier bauen. Wir wollen ja nicht unsere Dalok-Freunde zu sehr helfen, sondern wir wollen auch unsere Roboter-Volk mal ein bisschen weiter verbreiten. Sonst noch was Wichtiges? Ah ja, genau, die neue Kolonie. Zeta Gruis 4 ist bald auch eine neue Kolonie. Ansonsten mal sind unsere Wissenschaftler schön am Forschen, aber noch keine größeren Sachen. Tenan 3. So, hoho. Durchschnitt überall, was wahrscheinlich gut ist. Okay, was brauchen wir im ehesten Jahr? Ein Mobilisierungszentrum. Bodenbatterien sind nützlich, wenn wir die fertig gebaut kriegen, bevor ein Angriff kommt. Ja, aber unterlicht schnell Angriffsschiffe in Bereichen, wo feindliche Schiffe ständig reintrapsen könnten. Das hilft jetzt noch nicht so viel. Schauen wir mal. Was ist das hier? Riesige Aquanoide. Haha, Riesentintenfische und so weiter. Wale und so weiter.
Bevölkerungswachstum ist geringer, Bergbau, Agrarwirtschaft ist höher. Oho. Aber höherer Erholungseffekt, das ist doch mal praktisch. Da lohnt sich das wenigstens hier. Dann können wir doch eigentlich gleich die Regierung hier reinsetzen. Damit sollten unsere Leutchen auf diesem abgelegenen Planeten mal auskommen können. Jetzt brauchen wir mehr Forschung, aber auch mehr Industrie. Bergbau 6, das geht doch eigentlich. Landwirtschaft bräuchten wir eigentlich auch ein bisschen. Aber dann haben wir bessere Welten anderswo. Hier müsste man hier ein bisschen Bergbau leisten, Entschuldigung. Ein bisschen Forschung und Bergbau hier. Wie sieht es dann sonst aus? Oh, ein bisschen wenig Industrie für so einen Planeten, der so weit weg ist. Mal sehen. 2, 3 Forschung. Geht nicht anders, wir brauchen mehr Industrie. Mindestens 3, sonst kriegen wir bald Probleme. Das Zersetzungszentrum wird automatisch gebaut, den Rest können wir jetzt der KI überlassen. Und da wir jetzt direkt nebenbei einen Planeten haben, müssten wir in der nächsten Runde auch Kontakt kriegen zu unseren komischen Gegnern. So. Diese Klammer bedeutet, dass da jetzt 2 verschiedene Völker hocken. Und wir haben zusammen... Ah ja. Ja, wir haben uns den Planeten geschnappt und die haben die sich den geschnappt. Und jetzt können wir demnächst Kolonistenraumschiffe hier bauen. Sobald die Verteidigung hier steht, heißt das. Den Planeten können wir uns jederzeit schnappen, sobald wir Bodentruppen dorthin transportieren. Aber wir wollen ja unsere neuen Freunde nicht allzu schnell reizen. Damit können wir anfangen, sobald wir genügend Schiffe haben, um ihnen den Marsch zu blasen. Ansonsten ist noch alles okay. Wir haben auch unsere erstes Schiff in der Reserve. Das ist ein leicht bewaffneter Aufklärer. Ah ja, unsere Kolonisten-Raumschiffe sind alle noch so weit entfernt. Müssen wir jetzt warten. Na, dann schauen wir mal. Nächste Runde taucht wieder einer unserer Schiffe auf. Oh, gut. Wir haben gleich 2 neue Kontakte hergestellt. Und auf Mordant 1 ist unser lustiges Schiff gelandet. Und wir haben unser erstes Verteidigungsschiff gebaut. Und alle 2 Runden wird jetzt ein Schiff dahin gebastelt. Eins dahin. Nachdem die beiden gebaut sind, werde ich mal dafür sorgen, dass unsere Kolonisierung weitergeht. Das wäre vielleicht auch mal schön, wenn wir das hier bauen. Und wir haben ein neues Sonnensystem erforscht. Und dann, jetzt ist hier leider auch schon mal Schluss. Weil noch tiefer wollen wir nicht in den feindlichen Raum eindringen. Leider ist der Planet ja auch komplett nutzlos. Was ist mit Chrysler? Ist hier irgendwas Nützliches? Rot, rot. Alles reich, aber rot. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Was ist hier? Oh ja, hier sind viele Welten, die ich kolonisieren möchte. Das Beste ist also, wenn ich mein Schiff hier hinschicke und auf der günstigsten Welt auch gleichzeitig Außenposten einrichte. Auf diese Weise machen wir es unseren Gegnern ein bisschen schwieriger, hier einfach eine Kolonie hinzuklotzen. Wenn wir das Ding verbrauchen, bis wir ein Kolonistenraumschiff hinschicken können, hier in die Zone. Und dann müssen wir den Feind hier mal eindringen. Ich nenne die schon mal Feinde, weil bei den Einstellungen, die ich hier genommen habe, gibt es keine Möglichkeit sonst. Oh, und das sind Menschen. Gute alte Menschen aus dem Beans-Königreich. Oder was auch immer die für komisches Dings da haben. Ah ja, die mögen uns nicht besonders. Minus 36. Die mögen uns durchaus, weil wir gleich sind. Na, sie fangen wahrscheinlich an, uns weniger zu mögen, wenn sie merken, wie weit wir vom Standard für Mekla abweichen. Die mögen die nicht und die mögen uns nicht sogar noch weniger, dank unserer Anfangseinstellungen. Aber das kann sich durchaus ändern, da wir zu denen wahrscheinlich freundlicher sind. Solange wir es für ein paar Menschen unterwerfen wollen. Wie sieht es mit denen aus? Ah ja, das haben wir uns alles angesehen. Diplomatie können wir gleich benutzen. Und das Beste jetzt überhaupt. Ah ja, Machteinstufung, Platz 12. Das heißt, wir sind auf dem untersten der untersten. Das müssen wir mal im Laufe der Zeit ändern. Können uns jetzt das angucken, wie wir im Vergleich sind. Hier sehen wir, wie es uns aussieht. Durchschnittliche Textstufe, Bevölkerung, Skala der Macht. Das sind so quasi wie viele... Das ist eine komplizierte Formel, die berechnen wir danach, wie gut man dasteht in Sachen Tech und Schiffe und was nicht alles. Das ist bei uns noch relativ niedrig, weil wir ja gerade erst angefangen haben, Kriegsschiffe zu bauen. Und wir kontrollieren 6 Planeten. Wir klammern dahinter... Ich vergesse immer, wofür die Zahl steht. Ich glaube,
Das nimmt, zieht die Planeten in Betracht, die mal zu neuen Kolonien werden könnten. Oh. Die Durchschnittsgröße der Planeten. Naja, okay. Habe ich irgendwie nie drauf geachtet. Ich lerne jetzt immer noch was Neues. Unsere hier, die haben einen Planeten mehr. Und die haben genauso viele Planeten. Und die Tech-Stufe ist überall gleich. Also ist gut, dass ich überall versucht habe, mitzuhalten. Vor allem, weil bald noch eine andere Sache in den Bereich kommen wird. Das hatte ich fast vergessen. Wo war das nochmal? Ah ja, genau. Wir sind ja eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, wir sind so in allen Bereichen ziemlicher Durchschnitt. Und da die KI jede Hilfe braucht, die sie brauchen kann, sind unsere KIs traditionell und bleiben bei ihrer konstitutionellen Monarchie. Diese haben eine Vereinigung, das ist ein Regierungskonzept, da kriegen sie richtig tolle Sachen. Und sie dürfen Zwangsarbeit einrichten, was sie sich manchmal in einen Bonus für Produktion bereit macht. In anderen Worten, die können so schnell bauen wie wir und vielleicht sogar ein bisschen schneller. Föderation und Planetenunion, ich glaube, das gibt Bonus auf Sachen wie Forschung und so weiter und die Leute sind zufriedener. Komischerweise können die sich auch Sklaven halten, was einen Produktionsbonus gibt. Die könnten uns also quasi auch einholen, was Bauen betrifft. Wir müssen also aufpassen hier. Jetzt wird es allmählich interessant. Jetzt gucken wir mal, wie lange wir es friedlich halten können mit denen. Diplomatischen Kontakt. Bei unserer Grundeinstellung wird ein Nicht-Angriffspakt wahrscheinlich erstmal in die Hose gehen. Also versuchen wir erstmal, wir erörtern einen Handelsvertrag Ökonomie. Das bringt uns beiden Geld und vielleicht haben wir Glück, auch wenn die uns hassen. Hier haben wir wahrscheinlich etwas mehr Glück. Wir stellen das auch mal fest. Ist auch wichtig, diese Betonung hier, weil die einzelnen Völker haben unterschiedliche Temperamente. Manche reagieren eher auf Flehen, andere nur, wenn man sich vor ihnen hinstellt und sie anschreit. Das sind unsere Mäckler, also können wir das wahrscheinlich einfach feststellen und die werden ja sagen. Erörtern klappt ja auch manchmal. Jetzt müssen wir erstmal ein bis zwei Runden warten, bis die Antwort kommt. Und vielleicht haben sie in der Zwischenzeit auch Sachen losgeschickt, die wir uns demnächst angucken dürfen. Aber wir hoffen jetzt erstmal darauf, dass die uns ein paar Runden Frieden geben. Das uns erlaubt, unsere Flotten aufzurüsten. Und da ich jetzt Frieden durch Stärke habe hier, versuche ich hier nochmal ein paar Sachen, das mal auf 15% zu bringen, was ohnehin meine Heimatwelt ist. Und in 4 Runden fällt das weg. Ich schalte das mal auf 1% zurück, damit es nicht so viel Geld kostet. Naja, genau. Da können wir eigentlich nicht viel dran rütteln, außer wir wollen Selbstmord begehen. Die anderen Planeten sind eh alle noch zu unterentwickelt, die können wir ruhig bei der KI dran lassen. So, jetzt haben wir eigentlich unser Bestes getan und können mal gucken, wie die Zwischenrunde ausgeht. Oh gut, wir haben Antworten gekriegt, beziehungsweise sie haben uns unsere eigenen Anfragen geschickt. Galaktischer Zyklus 64,5. Galaktische Diplomatie.